alle Jahre wieder bringt die Gärtnerei Doppitzberger ihre Blumenpracht ins Ennstal. Die Auswahl reicht von verschiedensten Balkonblumen, Kräuter, Gemüse und Heilpflanzen bis hin zur Spezialerde und Mikroorganismen. Die Qual der Wahl fällt schwer. Am besten, man lässt sich vor Ort fachkundig beraten. Allgemein für die Balkonblumen ist das altbewährte eben der Balkonprinz bis Halbhänger, die Wachspelagonien oder die Steherpelagonien, das altbewährte, was die letzten 10, 15 Jahren gekommen ist, sind die Sorfinnen, die ist eine hochgezüchtete Hängepetunie. Für die perfekte Blumenwahl ist der passende Standort äußerst wichtig. Die Fuchsen bzw. die Knollenpelagonie, das sind die bewährten Pflanzen für die Schattenseite. Was sehr im Kommen ist, sind die Strukturpflanzen, das sind Grünpflanzen wie Elfengold, Nebeta, eben die ganzen Gräser und Ipomea, Süßkartoffel. Das ist sehr stark im Kommen, was auch im Schattenseitig kein Problem ist, weil die eben keine Blüte haben. Was viel Sonne braucht und Wärme, aber eben sehr nährstoff- und wasserbedürftig ist. Und das ist eigentlich das Traditionelle. Die Balkonprinzen als Hängerpelagonie oder Steherpelagonien oder eben die Halbhänger. Diese blühende Pracht hat es den Feuerwehrkommandanten besonders angetan. Wir haben immer eigens in unserer Gärtnerei eine eigene Balkonblume des Jahres. Und in diesem Fall ist der Fesche Florian, ist eine Steherpelagonie mit einer Samtblüte. Wunderschöne Farbe und stark im Wuchs. Und von der Pflege her ganz einfach, wie ein Steher, ganz normal. Wenig Wasser, ein bisschen Dünger und die Blume wächst. Mit einem dreckigen Schuh läuft es sich nicht gut. Dies sollten wir beim Setzen unserer Pflanzen beherzigen. Bei der Blumenerde haben wir zwei sehr gängige Sorten. Das ist in erster Linie mal die Neuhaus 2, sehr beliebt, weil diese Erde sehr viel Wasser aufnimmt und das ganze Wasser auch wieder hergibt. Es hat nur Spurenelemente drin, es ist kein Langzeitdünger drinnen, es ist wenig Weißdorf und vor allem keine Holzstickeln sind drinnen. Die zweite ist die Doppitzberger Spezial, eine Eigenmischung mit Langzeitdünger, ein bisschen mehr Weißdorf, hält das Wasser sehr gut und ist eigentlich eine leichtere Erde für Steher- und Wachspelagonien sehr geeignet. Im Bereich der Gemüsepflanzen gibt es auch einiges zu beachten. Vor allem, wenn man sein Gemüse auf Balkonien züchten will. Egal, ob jetzt der klassische Gemüsegarten, das Hochbeet, es gibt Leute, die züchten sogar Pflücksalat, Rucola, Minisnack-Gurken in Balkonkisteln. Du kannst jetzt nicht Tiefwurzler nehmen, man nimmt eher was, das, was oben außer wächst, was vielleicht überhängen kann oder buschig werden kann, eben wie der Pflücksalat überhängend, wie die Minisnack-Gurke. Am Balkon kann man auch ganz super in Kübeln Tomaten pflanzen oder Paprika, Chili. Was ich bewusst dazu sage, passt auf, was für Erde. Bitte eine ungedüngte Erde nehmen, sonst ist, wenn sie mit Kunstdünger gedüngt ist, isst man das natürlich und man sollte vorsichtig sein mit so Sachen. Da sich viele Bienen in der Gärtnerei Doppitzberger tummeln, ist es auch nicht verwunderlich, dass man auf die fleißigen Helfer besonders gut achtet. Das ist eine Bienensalbe. Das ist die Blume des Jahres 2021 von Salzburg. Wir führen in der Gärtnerei Doppitzberger eigentlich jedes Jahr eine Bienenpflanze. Es ist immer mehr und mehr die Nachfrage nach Bienenpflanzen. Wir sollten alle miteinander einen biologischen Fußabdruck auf der Welt hinterlassen und unsere Mutter Erde ein bisschen mehr auf Händen tragen. Begeisterte Kunden sprechen für sich. Weil ich immer beim Doppitzberger die Blumen kaufe, weil sie eben eine gute Qualität haben und vom Preis her alles stimmt da. Und ich das schon einmal erwarten kann, endlich Blumen kaufen. Das ist für mich einfach für meine Seele wichtig. Der Garten, die Blumen, dann bin ich einfach glücklich. Egal ob Hobbygärtner, Wettbewerbsteilnehmer oder wenn bei einem der grüne Daumen noch nicht ganz ausgereift ist, eines sollte man stets beherzigen. Schöne Blumen wachsen langsam, nur Unkraut hat es eilig.